Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ich habe mal ein bisschen Geld organisiert. So, Inventar. 72.000. Hey, Ich hab herzlich halt meine. willkommen. Was willst du von mir, Alter? Der geht mir auf den Sack. Wer bist du? Sagt er und so ein Scheiß. Jedenfalls, ich habe halt meine Tränke zu Ende gebraut. Ich hatte halt noch ganz, ganz viele Utensilien, habe alle gebraut und dann verkauft. Und ja, schlussendlich habe ich jetzt genug Geld, um weiterzumachen. Wir waren stehen geblieben. Wir wollten, glaube ich, irgendwas bauen, ne? Irgendwas, was uns Geld einbringt. Wir gucken erstmal. Das Kräuterweib bringt mir mittlerweile 30. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wieso kostet mich der saubere Bach etwas? Das ist doch umsonst, dachte ich. Na, egal. So, wir haben hier das ausgebaute Rathaus. Das bringt mir wenig. Kräutergarten würde ich aber sehr gerne machen. Weißt du, was wir machen, Kräutergarten? Ich möchte etwas Ich bauen. möchte etwas bauen. Wie du wünschst. Verbessern. Wir haben alle. Verbessern. Wir haben alle. Rathaus? Rathaus. Ich möchte das Rathaus bauen. Nein, was? Gehen wir Nein. zum Bauplatz. Nein, möchte ich nicht. Oh mein Gott. Rathaus? Ich wollte doch die Kirche zu Ende bauen, oder? Rathaus. Ah ne, im Rathaus kann ich einen Kräutergarten machen. Okay. Nee, gar nicht. Doch, ausgebautes Rathaus, Kräutergarten. Okay, gut, alles in Ordnung. Wird mich zwar ein bisschen mehr Geld kosten, aber. Nein. Kann Wir ich nicht werden machen. hier. Lieb. Das kann ich nicht machen. Ich muss erst Geld verdienen. Ihr wisst, wie schnell das Geld hier zur Neige gehen kann. Deswegen machen wir erstmal alles, was Geld verdient. So, Kirche. Kein Schwein braucht eine Kirche, ey. So, was haben wir denn hier noch? Schmiede. Wir haben jetzt das Rüstzeug für Waffenschmied gemacht, ne? Rüstzeug für Rüstungsschmied können wir nicht machen. Wir könnten die Schmiede verbessern, indem wir einen Stall bauen. So. Oder wir machen Bäckerei. Ich glaube, das ist sogar noch die bessere Idee, ne? Weil dann können wir gleichzeitig auch die Tiere machen. Gut. Wir müssen Getreide organisieren. So. Vorräte, genau. So, okay. Gucken wir mal, wo wir den günstigsten Preis herbekommen fürs Getreide. So, was haben wir hier? Stein. Getreide aus Uschitze. So, da wären wir angekommen. Wir müssen mal ganz kurz auch schlafen gehen. Ich werde vorher noch mal ganz kurz was essen. Nehmen wir die Brezel, die fast vergammelt ist. Wie sieht's aus mit meiner Sattheit? Ich wäre gerne immer so gern bei 80. Salami könnte mir ein bisschen zu viel Essen geben, oder? Energie minus 5, Frische, Gewichtpreis, Sattheit 17, ja, oh Gott. Das kann ich nie nehmen. Sattheit 4, oh, das klingt gut. So. Habe ich hier schon Bett? Du? Okay. Ja. Ich habe hier schon Bett. War das hier? Ja. So, eine kleine Runde schlafen. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe natürlich kein Geld wieder dabei. Wenn wir einen Händler treffen, wäre das echt cool. Muss irgendwie noch Geld los, Geld bekommen. Kann ich mit dir handeln? Nun? Nein. Lebe wohl. Mit dir kann man handeln, ne? Gott behüte dich. Was kann ich verkaufen bei dir? Ich brauche bestimmt mindestens 300, ne? Gott. Was verkaufe ich denn da? Ja, nee, ich werde schon irgendwie später an einem Händler vorbeikommen. So, wo ist denn der Dude? Gleich hier vorne. Und da ist auch ein Händler. Sehr schön. Gehen wir zuerst hier zum Händler rein. Guten Tag.
Guten Tag. So, handeln wir mal, ne? Ich habe übrigens 115 Giftpfeile hergestellt. Und ich möchte die schwere Rüstung hier verkaufen, die mir nicht wirklich viel einbringt. Kacke, ich habe gedacht, die bringt mehr ein. Was kann man denn noch verkaufen? Meine Verbände verkaufen bringt gar nichts. Ach Gott, warum? Okay, falschen wir. Besprechen wir den. Müssen wir noch ein bisschen Geld rauskriegen. Wie, der Händler hat nicht genug Geld. Oh. Endlich eine. Du hast ja auch kein Geld. Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Oh ja, tut mir leid. Ich wollte dich gerade beklauen, aber habe ich festgestellt, das geht ja gar nicht. Es würde schon gehen, aber nicht so. Hä? Bin ich blöd? Das war doch B, oder? Ja. Ist irgendwie hier auf der anderen Straßenseite. Hier irgendwo. Da haben wir es doch. Du! Beste Grüße. Ich will Getreide. Ja? Und ich leite den Wiederaufbau des Dorfes. Ich habe davon einen Teil des Getreides kann ich verkaufen. Wie viele? Ich brauche Futter für mindestens 10 kräftige Pferde und Weizen für den Bäcker. Er muss für das ganze Dorf backen. Das ist ganz schön viel. Wird nicht billig. Obwohl es für ein Divishs Dorf ist? Ja. Wenn er die Verteilung nicht persönlich festlegt, muss ich für die fehlenden Vorräte gerade stehen. Und dafür musst du aufkommen. Hast du jemanden für den Transport? Ja, ja. Ich habe einen. In Ordnung. 160? Ich versuche. Na, mir soll. Mach's gut. Ich guck doch mal woanders und wenn da der Preis teurer ist, dann komme ich hierher zurück. Weil dann wird der andere Rest genauso teuer sein. So, Vieh, Getreide, ja gut, da kann ich da auch einen Boxenstopp machen. Stein bekomme ich nur von da? Ja gut, das, sehr viele Möglichkeiten habe ich für Stein anscheinend nicht. Na gut, lass uns erstmal hier hingehen. So, ah, da ist er doch schon. Gefockt. Viel gesund. Nach den Banditen und Pressanfragen? Achso. Geht hier etwas. Es ist so fried. Ich will Getreide. Ganz recht, mir unterstützt. Nein. So ist es. Tja. Ich brauche. Und weiter. Das ich verstehe. Hast. Ein Händler. Das wäre. 120. Können wir vielleicht über den Preis reden? Das wird wohl nichts, Heinrich. Hier muss alles seine Ordnung. Das wäre der. Okay. Schlag ein oder. Glück und Gesundheit, Heinrich. 120. Ich glaube nicht, dass ich noch weiter runtergehen kann, aber wir schauen trotzdem nochmal. Jetzt bin ich heiß drauf. Jetzt bin ich heiß drauf. Wenn ich auf 100 runtergehen könnte, Alter. Hier, Getreide. So. Da wären wir. Hier in Sampopetsch. Genau, wie das ausgesprochen wird. Aber ich muss nochmal kurz was essen. So, wir haben ja eine hübsche Salami hier unten. Die ziehen wir uns jetzt mal rein. Zack. So, okay. Hier, wo muss der sein? Da. Du, ne? Gott sei mit. Bla 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 bla. 180. Nee, 80. Oh Gott, das war 80. Oh Gott. Das dann. Jawohl, Freunde. Das beste Angebot. Nice. So soll's sein. Gut, wir haben jetzt Getreide. Wir können jetzt die Bäckerei bauen. Dann wollen wir mal nach Hause, ne? So, wir haben jetzt noch Vieh. Wir müssen bei Frank vorbeischauen, obwohl die mögen mich eh nicht, weil ich da noch nichts gemacht habe. So, da wären wir wieder. Ja. Und nun können wir endlich die Bäckerei bauen. Damit wir ordentlich Gewinn machen können. Wenn ich auf 1000 Gewinn komme, ach, das wäre so göttlich. Weißt du, dann kann ich einfach irgendwie 100 Tage überspringen und hab dann nur 100.000. Wenn es so einfach wäre.
So, okay. Wie sieht das Büchlein aus? 115 plus. Schmiede macht ordentlich Geld, der Schmiede, ey. So, wie sieht's denn jetzt hier aus bei... dem Geschäft, ja. Gut. Was soll's. Minus 210, ey. Aber ich kriege immer noch 50 Geld vom Grundgebäude. Immerhin. Wir haben ja auch noch... Die Stellung können wir jetzt auch schon bauen. Die Fleischerei könnten wir auch bauen. Inkompatibel Fleischerei. Ja, weißt du, ganz ehrlich, dann baue ich doch die Fleischerei. Heinrich kommt uns besuchen. Ja, dafür brauche ich Vieh. Brauche ich doch für irgendwas anderes Vieh. Weil das Vieh kostet ja auch noch mal ein bisschen was, dann würden wir nicht mehr so viel Plus machen. Ja, und dieses Licht ist immer wieder nervig. Ach ja. Vieh. Wir brauchen sonst... Obwohl... Ressourcen... Ich weiß nicht, so wie ich das sehe, brauchen wir überhaupt kein Vieh. Das Vieh wird mich auch nochmal um einiges kosten. Rathaus. Stallungen. Hier bei der Fleischerei brauche ich Vieh. Ich sehe ehrlich gesagt keinen Grund, Vieh zu organisieren, ganz ehrlich. Dann bauen wir die Bäckerei. Ja. Es gibt viel zu tun. Du hast entschieden? Gut, fangen wir an. Lustig, dass ich das dann da direkt auswählen kann. Wusste ich gar nicht, aber aus Versehen A gedrückt. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, Fleischerei würde halt mehr Geld geben, aber dafür muss ich ja Geld, Tiere organisieren, die auch wieder Geld kosten. Also irgendwo, Du hast entdeckt Bäcker. Nice. Sehr schön. Wo bin ich jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich muss hier hoch oder so. Und dann gucken wir mal, wie sieht die aktuelle Lage aus. Geld haben wir. 82.000. So, wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch Stein organisieren, ne? Bäckerei, wir machen jetzt einen Gewinn von 365. Das ist jetzt noch nicht der Welthit. Wir gucken einfach mal weiter. Also. Ausgebautes Rathaus. Gibt mir alles noch kein Geld, ey. Kirche bringt mir auch nichts, außer Verluste. Schmiede, Hufeisen für die Stellung, Waffen für die Garnison. Würde mir beides 35 geben. Aber mit den Stallungen könnte ich dem... Sorgt für Backware für die Schenke. Oh, die Schenke, Freunde, die Schenke. Da brauche ich Steine, ey. Ach Gott. Da, Honigwein, durstige Waffenknechte, Fleischbankett, Würfelspiele, Brauerei. Ich sehe schon. Das heißt, wir gehen mal erstmal Richtung... Hä? Wo ist der Shop? Und wir brauchen Stein für die Schenke. Dann werde ich jetzt diesen Stein organisieren. Stein brauchen wir eh. Von daher.
Gäste der Schenke 150. Stallungen. Pferde für den Händler. Ja, Pferde für den Händler wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ausrüstung für Sattler. Das würde mir dann insgesamt noch 190 geben. Und hier hätten wir aber 200 mit dem Schießstand zusammen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall das Wachhaus. Okay. Karrenpferde 120 im Geschäft. Ja. Fleischerei würde Räucherkammer auch nochmal 100 geben und. Ja, gut, ja, dafür ist es jetzt zu spät. Aber wir haben ja hier Bäckerei. Hier haben wir dann insgesamt nochmal Trockenschuppen und Honigkuchen und Backwaren für die Schenke. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mehr, die Bäckerei zu bauen. Okay, organisieren wir Stein. Abmarsch, letzte Tour. Oh, Moment, ich hab's gerade gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Oh Gott. Ja. Wo war das noch? Hier beim Baum, ne? Wir entscheiden mal wieder was. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Geld dafür. Schlechte Kunde, Meister Vogt. Sehr schlechte Kunde. Mal was Neues. Nun, raus damit. Was ist passiert? Zwei Karren, die uns Getreide und Viehfutter liefern sollten, wurden von einer Bande Kumanen überfallen. Die Fuhrleute konnten entkommen, aber die Lieferung ist verloren. Na, verflucht. Schlechte Kunde. Sehr schlechte. Die Lieferung sollte für das ganze Jahr reichen und wir kriegen keine andere. Es ist so schon schlimm genug. Herr Divisch musste für unsere Lieferung den Anteil für Talmberg senken. Also kein Getreide für den Bäcker und kein Futter für die Tiere? So sieht es aus, Heinrich. Wir haben lediglich zwei Optionen und beide sind sie lausig. Wir können demütig nach mehr fragen und wie unfähige Narren dastehen, ohne zu wissen, ob wir mehr bekommen. Das klingt nicht gerade verlockend. Und die zweite Option? Im Lager der Arbeiter stehen noch einige Säcke Getreide, die sie selbst erworben haben. Wir könnten sie beschlagnahmen. Das würde uns jedoch unbeliebt machen. Nicht nur bei Ihnen. Als Vogt obliegt dir die Entscheidung. Ach du Scheiße. Wir bitten um Hilfe. Wir bestellen noch eine Lieferung. Sie haben eine geschickt und schicken auch zwei. Ich fürchte, sie werden uns höchstens den feuchten Kehricht aus ihren Lagern schicken. Wir lassen uns nicht mit schäbigen Resten abspeisen. Wir bestellen noch. Ich fürchte. Aber ich habe nicht so viel Geld. Oh Mann, das ist doch. Ich kann das Geld jetzt nicht organisieren. Oh. Ich fürchte, das führt zu einem. Lässt sich nicht ändern. Kacke, nur weil ich kein Geld dabei habe. Ich hätte doch zu den Kommanden gehen können und sagen können: Hey, gib mir den Scheiß. Hätte ich das gewusst, hätte ich die 500 berappelt, ey. Na, kannst ja nicht riechen. Ja, der Rest ist Vieh, ne? Ich weiß nicht, ob es hier auch irgendwas geben würde. Aber es gab doch mehr als einen Steinbruch. Na gut, dann. Auf zum Talberger Steinbruch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. So, wir sind am Steinbruch und haben kein Geld. Cool, ne? Das wird schon irgendwie hinhauen. Kriegen das hin, zur Not beklauen wir die einfach. So. Ich will dich belohnen. Würden die Leute weiterhin das Märchen mit dem minderwertigen Gestein glauben, müsste ich dicht machen. Dabei stammte es gar nicht aus deinem Steinbruch. Tja, das hätte keine Rolle gespielt. Worte richten manchmal mehr Schaden an als ein Streitkolben. Hier, deine Belohnung. Was habe ich jetzt bekommen? Geld? Ich hoffe Geld. Ich komme auf Geheiß von Herrn Divisch und ich suche den Vormann dieses Steinbruchs. Ja, das bin ich. Was kann ich für dich tun? Herr Divisch lässt Pribislawitz wieder aufbauen und hat mich mit dieser Aufgabe betraut. Mich und seinen Lokator.
Aha, verstehe. Hab schon von Divishs Plänen gehört. Wonach genau suchst du? Der Wiederaufbau hat bereits begonnen, aber mit Holz allein ist es nicht getan. Ihr braucht Stein für den Häuserbau? Ganz genau. Und für die Kirchenreparatur. Hört, hört. Ihr macht wohl keine halben Sachen, nicht wahr? Das Problem ist, wir schuften schon wie verrückt, um die Mönche vom Sasauer Kloster mit Stein zu beliefern. Ich kann sie nicht hintanstellen. Herrn Divish würde das nicht gefallen. Es wäre aber wichtig. Ich könnte natürlich versuchen, einige zusätzliche Steinmetze anzuheuern. Nur ausliefern können wir nicht. Selbst Sasau schickt eigene Karren zu uns. Hättest du eine Transportmöglichkeit? Vielleicht meinen Händler. Er kann sich mit seinen Gehilfen darum kümmern. Sehr gut. Dann reden wir über den Preis. 4000. Was zum Teufel willst du von mir? 4000. Der Stein ist für Herrn Divish. Er braucht den Stein, weil er ein Dorf zügig wieder aufbauen will. Ihm würde es gewiss nicht gefallen, wenn der Vormann seines eigenen Steinbruchs ihn ausnimmt. Nun, da ist was dran. Ich werde das beim Preis berücksichtigen. Immer noch zu viel. Billiger kann ich den Stein... Wenn dir das... 3000, naja. Jetzt sind es wieder 4000. In Ordnung. Wunderbar. Gott behüte dich. Ist nicht dein Ernst, ey. Oh, ich hoffe, das ist nicht täglich. Ich hoffe, das ist nicht täglich. So, Leute, drückt mir die Daumen, dass es nicht täglich ist. Ich hoffe ihn ständig. Oh. Alles in Ordnung. Okay. Dann bauen wir jetzt erstmal die Schenke. Preis 8000? Ich hab doch 8000. Gott sei mit dir, Heinrich. Oh. Wer bist du? Hoppla. So, egal, habe ich wieder kein Geld dabei. Ich habe es genau falsch rum gemacht, cool, ne? So, okay. Baumwolle Schenke. So. Bin ich jetzt blöd? Bin ich dran vorbei? Ach, es ging hier noch weiter. Schenke, so. Es gibt viel zu tun. So, können wir auch direkt schlafen hier, oder? Hey! Glück und Gesundheit. Okay. Möge Gott über dich wachen. Das ist hier mein Haus. Das habe ich bezahlt. Will hier irgendwo schlafen können. So, okay. Aber ich muss speichern drücken. Was ist das für eine Truhe? Oh, nicht meine, okay. Gut, dann mal frisch ans Werk. Willkommen. Schenke hätten wir somit. Bevor wir jetzt da wieder an den Pranger gehen, ne? Hol ich mir Geld. Jedes Mal, wenn ich etwas baue, ist da irgendwas am Pranger. Heinrich, schön, dass du da bist. So, ich nehme notfalls halber mal 10.000 mit. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Weißt du was, ich nehme einfach alles mit hier so, komm. Dann gehen wir da hin und dann gebe ich das Geld zurück. Ja. So, dann schauen wir mal, was jetzt abgeht.
Meister Vogt. Du bist neu hier, nicht wahr? Willkommen. Ja, Herr, hab Dank, Herr. Silvester ist mein Name. Ich bin erst seit heute hier und wollte dich sogleich aufsuchen. Mir kam zu Ohren, dass du fähige Handwerker suchst, richtig? Stimmt. Aber hängt davon ab, was du kannst. Ich bin Bäcker, Herr, und wenn ich das sagen darf, gewiss einer der Besten. Gut, wir haben noch keinen Bäcker. Dann erzähl mir mal etwas über dich. In Ordnung, Meister Vogt, aber nur unter einer Bedingung. Was ich dir anvertraue, bleibt unter uns. Bis zum jüngsten Tag. Okay. Nun, du wächst meine Neugierde. Aber gut, ich schwöre es auf meine Ehre als Vogt. Also schön. Du bist ein Mann von Ehre. Dein Ruf eilt dir voraus. Ich will ganz offen sein. Ich kenne dieses Dorf sehr gut. Denn ich war bis vor kurzem noch hier. Das heißt, bis du uns mit Herrn Ratzig und seinen Männern vertrieben hast. Was, du warst hier? Mit den Banditen? Ich habe ihnen nur als Koch und Bäcker gedient. Aber als ich euch kommen sah, nahm ich sofort Reißaus. Ich habe niemandem etwas getan. Ich brauchte Arbeit und sie bezahlten gut. Irgendwie muss man ja sein Leben bestreiten und zu diesen Raubeinen sagt man besser nicht nein. Das habe ich gar nicht gewusst. Mehr muss ich nicht wissen. Schnell lieber schnellstens dein Bündel. Ich übergebe dich der Obrigkeit. Na, er ist eingestellt. Halt inne, guter Mann. Wir brauchen einen Bäcker. Schlag ein. Deine Vergangenheit bleibt aber unter uns. Verstanden? Hab Dank, Herr. Du wirst es nicht bereuen. Ehrenwort. Hoffentlich ist dem Franz nicht zugestoßen. So. Dann wollen wir mal direkt fleißig weiterbauen, wa? So, erstmal mein Geld wieder reintun. Gespräch beenden. Ich kann das ja von hier aus direkt machen. So, 990. Hihihi. Kirchenreparaturen muss ich auch noch hinkriegen. Dorfeinkünfte muss ich auf 1400 kriegen, ja? Das kriegen wir doch hin. So, was haben wir denn noch, was uns Geld einbringen könnte? Hufeisen für die Stallung, Garnison. Garnison wollte ich machen, ne? Schießstand, Gäste der Schenke, Wachhaus. Ja, wir machen auf jeden Fall ein Wachhaus. Ich habe mich entschieden. Sorge für ausreichend Einkommen. Das war's schon? Jetzt verdient. Achso, klar, ich habe ja schon 990 verdient, ne? Stimmt. Stimmt. So, somit haben wir auch ein Wachhaus und wir verdienen jetzt mindestens 1400. Da geht aber noch einiges, Freunde, da geht noch einiges. So, hier ist nichts los? Okay. Seltsam. Dann können wir ja weiter gucken, was wir bauen. Aber Freunde, ich würde sagen, das verschieben wir auf morgen. Morgen ist auch noch ein Tag. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.